Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Grenzwertsätze. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt in diesem Zusammenhang zusammengesetzte Folgen und stetige Funktionen anschauen. So, nehmen wir mal an, wir haben zwei Folgen. Die eine mit Folgengliedern AN und Grenzwert A, die andere mit Folgengliedern BN und Grenzwert B. Wir können aus diesen zwei Folgen neue Folgen bilden und in vielen Fällen ist es auch relativ einfach, die Grenzwerte der neuen Folgen zu ermitteln. So, hier sind Beispiele. Ich kann eine Folge bilden, indem ich jeweils die n-ten Folgenglieder addiere. Also eine Folge, wo das n-te Folgenglied an plus bn ist. Und in dem Fall ist der Grenzwert der neuen Folge nichts anderes als die Summe der zwei alten Grenzwerte. Also a plus b. Wenn ich anstatt korrespondierende Folgenglieder zu addieren, die Folgenglieder subtrahiere, also ich nehme jeweils an minus bn, dann ist der Grenzwert der neuen Folge nichts anderes als a minus b. Wenn ich korrespondierende Folgenglieder multipliziere, muss ich auch die Grenzwerte multiplizieren, um den neuen Grenzwert zu erhalten. Die Folge an mal bn hat als Grenzwert a mal b. Und wenn ich eine Folge nehme, wo jeweils das n-te Folgenglied an dividiert durch bn ist, dann hat sie als Grenzwert a durch b. Aber hier müssen wir natürlich annehmen, dass keines von den bn 0 ist und b darf auch nicht 0 sein. Wir können auch ganz allgemein eine neue Folge aus der Folge mit Folgengliedern an bilden, indem wir eine stetige Funktion f nehmen und dann für das n-te Folgenglied das Abbild über die Funktion f von an. Das heißt, wir haben dann eine Funktion, wo das n-te Folgenglied f von an ist. Und wenn wir noch dazu annehmen, dass jedes an und auch der Grenzwert a im Definitionsbereich der Funktion f liegen, dann ist der Grenzwert nichts anderes als das Abbild des alten Grenzwerts. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wir diesen Punkt 5 hier benutzen können. Welche Funktionen sind stetig? Naja, wir wissen zum Beispiel, dass alle elementaren Funktionen dort stetig sind, wo sie definiert sind. So, hier haben wir jetzt Punkt 5 angewendet auf die Quadratfunktion, auf die Quadratwurzelfunktion, auf die Exponentialfunktion mit Basis 2, auf den natürlichen Logarithmus, auf die Sinusfunktion und auf die Arcus-Cosinus-Funktion.